Hallo da draußen! Ihr habt Ameisen im Haus? Dann solltet ihr jetzt dranbleiben, denn wir erklären dir, wie du die Ameisen schnell wieder aus dem Haus rausbekommst. Also erstmal ein paar Fakten zu Ameisen. Erster Fakt: Ameisen sind sehr nützliche Insekten, denn sie lockern den Erdboden auf und fördern damit das Wachstum der Pflanzen und verbessern den Boden. Im Haus sind es aber echte Schädlinge, denn sie gehen an die Vorräte und verunreinigen diese mit Keimen. Das sollte definitiv verhindert werden. Aber auch in die Elektrogeräte finden die Ameisen Wege und auch hier kann es schnell durch Kabelbrände gefährlich werden. Zweiter Fakt: Wenn du gegen Ameisen nicht allergisch bist, können die Ameisen hierzulande dir kaum gefährlich werden, auch wenn sie beißen und stechen können. In anderen Ländern sieht das bei anderen Arten aber anders aus. Da gilt zum Beispiel der Ameisenbiss der 24-Stunden-Ameise als extrem schmerzhaft. Dritter Fakt: Ameisen können platzen. Das ist nicht nur ein Gerücht, sondern leider wahr. Wenn du die Ameisen mit Backpulver, Kaffeesatz oder Maismehl bekämpfen willst, quillt das im Magen auf und die Ameisen platzen. Das ist natürlich unnötige Tierquälerei und sollte so nicht gemacht werden. Aber genug zu den Fakten. Denn du willst die Ameisen ja nicht quälen und auch nicht besser kennenlernen, sondern schnell wieder aus dem Haus loswerden. Daher hier ein paar Tipps. Tierfutter nicht offen stehen lassen. Tierfutter lockt Ameisen an und daher sollten die Futterreste nicht im Napf verbleiben. Lebensmittel dicht verschließen, denn so machst du es den Ameisen sehr schwer, an die Lebensmittel zu kommen. Dann solltest du schauen, woher die Ameisen kommen. Ameisen haben ihre Wege, also verfolge doch mal, woher die Ameisen überhaupt ins Haus gelangen. Denn um das Loch solltest du dich dann kümmern. Da solltest du gute Dichtmasse verwenden, zum Beispiel das Maustopf von Green Hero. Das bietet gleich den Vorteil, dass auch Nager die Löcher nicht mehr aufnagen können. Aber natürlich ist auch normaler Bauschaum oder Silikon zumindest gegen Ameisen ausreichend. Kommen wir zu den Hausmitteln gegen Ameisen. Der Geruch von Essig ist für Ameisen genauso unangenehm wie für viele Menschen. Sind die Ameisen also irgendwo, wo du dich weniger aufhältst, kannst du es damit versuchen. Auch den Zitronengeruch mögen die Ameisen nicht. Du kannst also einfach Zitronenschalen irgendwo auslegen. Auch andere Gerüche, die sehr intensiv riechen, kannst du ausprobieren. Das ist zumindest der humanste Weg, Ameisen aus dem Haus zu halten. Sollte die Plage doch zu groß sein, dann empfehlen wir dir das Finicon Ameisengel. Das ist ein Biozid, das auch von den Arbeiterameisen ins Nest und so auch zur Königin getragen wird. Damit wirst du die Plage schnell wieder los. Da es sich um ein Biozid handelt, solltest du direkten Kontakt mit dem Gel vermeiden und vor allem schütze deine Haustiere, Kinder und dich selbst. Verwende deshalb am besten die David-Lehrköder-Dosen, worin du das Gel verwendest. Alles das findest du auch als Set in unserem Shop. Falls du noch Fragen hast, dann kontaktiere uns einfach über den Shop oder stell deine Frage in den Kommentaren. Wir freuen uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal ein Abo da. Bis dahin viel Glück bei der Ameisenbekämpfung und bis zum nächsten Video. Kommen wir zu den Hausmeisen. Hausmeisen. Hausmeisen.